Weiter geht's mit einer neuen Folge von Project Zomboid. Hallo und herzlich willkommen an der Stelle. Wohlgemerkt inmitten eines riesigen Haufens Asche. Denn wir haben uns ja beim letzten Mal noch ein wenig ausgetobt und die Zombie-Horde bezwungen. Und von daher geht's jetzt erstmal ans Leichenfleddern, wobei wir haben schon 20 Uhr, gell? Ich sollte eigentlich erstmal schauen, ob man hier mit unserem Wagen noch nach Hause fahren können. So, die Lichtleiste, okay, die ist kaputt. Ja, da haben die Zombies ganze Arbeit geleistet. Das vordere rechte Fenster ist auch kaputt. Haben wir denn noch Sprit? Ah, okay. Kein Kraftstoff. Gut, ja, dann müssen wir nach Hause laufen. Dann hilft's nicht. Weil ich glaube, hier hinten war doch auch noch so viel Zeug drin, oder? Ja, genau. Und da haben wir auch keinen vollen Benzinkanister drin. Dann müssen wir so oder so zu Hause Sprit dran schaffen. Wobei da natürlich jetzt noch Zombies unterwegs sein könnten. Das könnte sein, dass die da noch ihr Unwesen treiben. Oh ja, da sind noch ein paar. Gut, dann schnell nach oben. Die machen wir jetzt nicht kalt. Super, da ist ja irgendwo noch eine Digitaluhr. Oh verdammt, da habe ich ja gar kein Lakenseil mehr, stimmt. Aber ich glaube, hinten habe ich noch eins, oder? Ja genau, da sind noch welche, aber da sind auch noch Zombies. Mann, oh Mann, hä? So, schnell hier hoch. Bevor sie irgendwas mitbekommen. Uiuiuiui, das war knapp. Das war sehr knapp. So, ich mache jetzt aber trotzdem den Generator an, weil sonst sehen wir ja nichts. Wir wollen ja schließlich wohnen. Und nicht hausen. In irgendeiner Höhle oder so. Gut, ja, am besten schnapp ich mir auch noch gleich einen besseren Rucksack. Damit wir da auch dementsprechend viel bunkern können. Und mitnehmen können. So, da ist jetzt allerdings... Okay, da ist noch was drinnen. Wie schaut es bei dem Rucksack aus? Da schaut es noch schlimmer aus. Eieiei. Ich würde aber trotzdem ganz gerne so einen grünen Rucksack nehmen, weil das sind ja die besten. Schnappen wir uns einfach mal den hier. Okay, da ist noch ein großes Metallregal drin. Das ziehen wir gleich mal raus, denn unten haben ja die Zombies ganze Arbeit geleistet, wie ihr alle wisst. Da liegt ja unsere Beute auf dem Boden. Und dementsprechend braucht man dann sowieso noch ein Regal unten. Das trifft sich also schon mal ganz gut, dass wir das gefunden haben. So, Kabel packen wir hier noch mit dazu. Bestens. Dann ist der Rucksack schon mal leer und dann können wir uns ein wenig hinlegen. Damit wir da auch wieder zu Kräften kommen. So, 8.20 Uhr. Lang genächtigt haben wir. Aber gut. Nach den Strapazen der letzten Tage wäre es kein Wunder. Ist aber auch nicht mehr viel Sprit drin. Eieiei, okay. Dann müssen wir auch demnächst zur Tanke fahren. Das bleibt uns nicht erspart. Weil ohne Sprit haben wir ein Problem. Da haben wir ein massives Problem. Und ich sollte vielleicht auch noch das eine oder andere Lakenseil anbringen, denn ich habe ja gelesen, ich war da anscheinend beim letzten Mal ein wenig blind, was das angeht.
Das sind nämlich noch Lakenseile, aber die habe ich nicht gesehen. Die habe ich ganz und gar nicht gesehen. So, Nägel haben wir zufälligerweise nicht dabei, oder? Nee, aber ich weiß, wo wir welche haben. Und dann brauchen wir zu guter Letzt natürlich auch noch einen Hammer. Weil dann können wir hier gleich mal welche anbringen. Wunderbar. Wundert mich sowieso, dass es da zu ruhig war. Weil eigentlich haben wir ja noch die Zombies gesehen, aber gut, vielleicht sind sie auch auf und davon. Man weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, den hier schaffen wir jetzt nach Hause. Sofern uns noch anspringt. Aber vom Fahrzeugzustand hat es ja gut ausgesehen. Wunderbar. Läuft wie eine Eins. So, weil dann haben wir zumindest wieder alle Wägen hier zu Hause. Aber ich glaube, parken tun wir den noch nicht. Da haben wir noch genügend Aufräumarbeiten, okay? Ja, kommt mal alle raus. Sonst muss ich so viele Leichen rausschleppen. Sind wir wahrscheinlich eh tagelang mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. So wie sich die Zombies hier ausgetobt haben. Definitiv kein Spaß. Kein Kamera. Her damit. Brauchen wir zum Zerlegen. Brauchen wir auch zum Zerlegen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir schon. Wunderbar. Gut. Ah, nicht gut. Da sind ja noch welche. Mann, oh Mann. Was macht denn ihr hier noch? Ich sagte doch, ihr sollt rauskommen. So. Beseitigt. Noch zwei. Okay, die checken es aber nicht. Ja. Dann halt so. Okay. Hier hinten. Das Ausmaß der Katastrophe ist alles andere als schön anzusehen. Dürfen wir uns gleich mal drum kümmern. Wir brauchen Bretter. Wir brauchen unser Regal. Und wir brauchen definitiv gute Nerven, um das alles zu reparieren. Die sind Voraussetzung. Aber ich glaube, Bretter hat mir hier auch noch ein paar gebunkert. Da haben wir schon mal vier. Ich glaube, in der Kiste müssten auch noch welche drin sein. In der oberen. Ja, genau, zwei Stück. Okay. Eieiei. Da haben sie sich echt ausgetobt, die Zombies hier hinten. Aber nun gut. Wir wollen ein Metallregal platzieren, das nicht funktioniert, weil. Wahrscheinlich, weil ich erstmal das eine Teil rausziehen muss. Aber zuvor machen wir es noch anders. Zuvor bauen wir hier zu. Sonst gibt es da gleich wieder eine böse Überraschung. Und auf die kann ich
gut und gerne verzichten. Bestens. Ein Loch schon mal geflickt. So, wieso geht das nicht, so wie ich das gerne hätte? Jetzt glaube ich geht's. Jetzt sollten wir es gleich platzieren können. Ah ja, wunderbar. Sehr schön. Gut. Weil dann können wir eigentlich einmal alles ja, nach hier drüben schaffen. Sofern da alles Platz hat, versteht sich. Das werden wir aber gleich sehen. Haben wir eh schon wieder so viel Zeug gefunden. Ah, und da haben wir sogar noch... Sehr gut, da haben wir noch Sprit. Dann ist es nicht ganz so dringend, dass wir zur Tanke müssen. Weil anders hätten wir uns jetzt schon ranhalten dürfen. Ah, hat doch noch ein bisschen was Platz im Regal. Weil wir immer alles brav einsortiert haben. So, mehr geht aber scheinbar nicht, okay? Aber jetzt. Jetzt haben wir alles eingesammelt. Ich glaube allerdings, da habe ich noch irgendwo ein Brett gesehen. Hier oben liegt es nämlich. Das können wir dann gleich mal verwenden, um hier vorne noch entsprechend weiterzubauen. Wobei, ich glaube, es ist fast sinnvoller, dass wir, bevor wir das tun, hier ein paar Leichen rausbringen. Wenn jetzt noch alles offen ist. Dann machen wir es nämlich gleich mal so, dass wir da drinnen Ordnung schaffen. Bevor die da zu stinken anfangen. Das wollen wir definitiv nicht. So, einmal mit den ganzen Leichen ab nach draußen. Da können sie vor sich hinmüffeln und langsam aber sicher verwesen. Aber nicht hier drinnen. Ganz sicher nicht hier drinnen. Da habe ich nämlich massiv was dagegen. Zack, noch eine rausgeschafft. Und wieder eine weniger. Es lichtet sich. Halt, nicht gehe zu, sondern die Leiche wollen wir aufnehmen. Schade, dass wir hier nicht mehr auf einmal nehmen können. Das wäre ab und zu ganz praktisch, um hier seine Basis entsprechend leichenfrei zu bekommen, aber jetzt haben wir sie eh gleich geschafft. Von daher halb so wild. Wunderbar. Da waren es nur noch zwei. Einmal. Und zu guter Letzt. Die kommt auch noch raus. Gut. So.
Haben alle Leichen beseitigt. Da liegt allerdings noch Zeug auf dem Boden. Hauptsache, dass es hier nimmer rumliegt. Können wir dann immer noch zu Kleidungsfetzen zerreißen. Gut. Ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Mim reparieren, weil von nix kommt nix. Braucht man dann eh noch ein paar Bretter, weil die nicht ganz reichen. Ah, wundervoll. Fängt es jetzt hier auch noch zu schütten an. Ganz toll. Okay. Gut, da haben wir noch eins. Dann können wir hier zumindest noch zumachen. Perfekt. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir da noch irgendwo noch mehr Bretter gebunkert haben. Ich hätte nämlich eigentlich schon gedacht, aber gut. Das kann natürlich auch falsch sein, was ich denke. Ich dachte ja auch, dass ich beim letzten Mal keine Lakenseile mehr hatte. Von daher, das muss nichts heißen. Na, da haben wir noch 7 Stück. Wobei uns 7 Stück aber, denke ich, auch nicht reichen werden. Wir kommen nicht drum rum, hier noch ein paar Bäume zu fällen. Das müssen wir definitiv machen. Weil ganz ohne geht's nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, bauen, Holzmannrahmen. So. Das ist doch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier die Grundstruktur wieder hergestellt. So, halt nicht Holzwandrahmen, sondern wir wollen natürlich eine Holzwand hier hinzimmern. Okay. So, mehr Bretter müssen her. Von daher gleich mal die Axt geschwungen. Ich glaube allerdings, das könnte ungemütlich werden. Ah ne, hat getäuscht. Kein Zombie, doch, da vorne kommt einer. Wusste ich's doch. Ui, da ist ja noch einer. Da sind ja noch viel mehr. Aber jetzt sind hier keine mehr. Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne mal hier so einen schicken Anzug. Für einen festlichen Anlass. Aber die lila Socken, die kann er behalten. Die brauchen wir nicht. So, waren das alle? Oder sind hinterm Haus vielleicht noch welche? Ja, Tatsache. Mann, oh Mann. Da ist sogar, glaube ich, ja, da ist noch eine Axt, müsste da sein. Schere, ja. Nehmen wir auch mal mit, denn ich würde mir beim nächsten Mal ganz gerne die Haare schneiden. Und da haben wir auch schon die Axt. Wunderbar. So, habe ich das Fenster hier verzogen, oder wie? Schlamperei, Tatsache. So, jetzt passt's. Diese 3 Baumstämme werden uns nicht reichen. Sechs Stück hingegen sollten ausreichend sein.
Sofern sie noch Platz haben. Immerhin. Immerhin. So, einmal. Und zweimal. Komme ich schon selbst nicht mehr durch. Mit unserem Fuhrpark hier. Ich brauche eine Säge, die wir sogar haben. Das ist doch schön. Vielleicht schafft man es ja sogar, heute hier noch die Basis wieder komplett herzustellen. Es wäre auf alle Fälle erfreulich. Weil dann hätten wir die Aufräumarbeiten schneller erledigt, als ich eigentlich selbst für möglich gehalten hätte. Okay, 12 Bretter. Das ist doch schon mal ein Anfang. Kommen wir da nicht hin, oder? Ne, da kommen wir nicht hin. Dann müssen wir die Bretter mitnehmen. Anders geht's nicht. Okay. So, Holzfenster wollen wir natürlich keine bauen. Ich denke, das ist einleuchtend, wieso. Sonst haben wir hier gleich wieder eine Zombie-Party in unserer Garage. Eine nicht angemeldete. Okay, gut. Ja, hier ist alles wieder zugenagelt. Und ansonsten sollten wir, glaube ich, keine Schäden haben, oder? Hier hinten? Nee. Schaut's gut aus. Und da schaut's eigentlich auch ganz gut aus, ja. Gut, man sieht's schon, dass ich da hinten definitiv noch nicht solche guten Wände herstellen kann. Auch hier draußen sieht man es recht schön. Aber ich bin zufrieden. Die Leichen sind nach draußen geschafft. Die Löcher sind wieder geflickt. Ja. Die Basis ist wieder hergestellt und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen wieder, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus!